Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play Asuras Wrath. Beim letzten Mal haben wir versucht, Mithra aus den Klauen von der wahren Gottheit zu befreien und wir haben es nicht geschafft. Wir haben uns wieder verwandelt. Mithra hat uns abgestoßen und die Verwandlung ist zurückgegangen. Aber die Frage an dieser Stelle ist natürlich, wie geht es Asura, nicht wahr? Yasha hat uns weggebracht. Wir sind wieder auf dem Planeten und es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wie lange wir tatsächlich existieren. Eigentlich nur so lange, wie der Gott das will, ne? Er wollte ja anscheinend, dass Asura über Gaia herrscht. Aber Asura war nicht so dafür. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, diese Gottheit hat einfach erneut seine Tochter gekapert, nachdem er nach über 12.000 Jahren sie endlich wieder gehabt hat. Ja, also, ich kann ihn verstehen. Ich wäre auch nicht unbedingt mit dem Hand in Hand da weitergegangen. Aber gut, der Schlüssel zum Sieg. Was könnte das tatsächlich sein? Asura? Jetzt mal waren wir, wie ihr seht, nicht stark genug. Ja. Sir. Power without a purpose is meaningless and worthless. Aber das, was ich gemacht habe, war nicht ohne, oder? Can change the impossible to the possible. That is the power of our cause. Okay. An diese weisen Worte von Deus erinnerst du dich? That is firm. Ja, meine Bestimmung ist was denn? Mithra zurückzuholen? Hat ja nicht geklappt beim letzten Mal. Nicht so ganz. Huh? Was kommt jetzt? There is not much time left. You are the nicht mehr viel Zeit, ja. Who can save this world? Ja, das hast du beim letzten Mal gesagt. Die Frage allerdings ist, wie? Hast du einen Plan? Eventuell? Und wie schon beim Epilog, ich sag jetzt einfach mal Epilog von letzten Mal angesprochen von der Gottheit, kann er immer noch manipulieren, dass die Goma kommen. Aber gut. Wir sollten ein bisschen auf Asura aufpassen, ne? Für das haben wir eigentlich gar keine Zeit jetzt gerade, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber gut, es ist Prügeltime. Oh, sage mal. Und nicht zu knapp. Es gibt, wie ihr sehen könnt, einiges gerade auf dem Screen. Oh, sage mal. Ich wollte eigentlich den Fliegenden, aber gut, dann machen wir den Kleinen hier. Komm. Ah, es ist wieder mal nice, Yasha zu spielen. Ist wieder eine Weile her. Aber einfach von der Geschwindigkeit her ist es immer ein ganz schöner Unterschied, aber auch ein ein spaßiger Unterschied zu Asura. Ich meine, ich spiele Asura auch unglaublich gerne, ne? Nicht falsch verstehen. Aber Yasha hat eben auch was. Kommt, jetzt baller ich euch alle weg, weil ich so weit... Oh, komm. Das war unfair. Und cool, eigentlich wollte ich kontern, aber ich habe anscheinend so gut gespammt, dass es gar keinen Unterschied mehr gemacht hat. Komm. Ich meine, wenn die Gegner uns dann in Zeitlupe oder in Zeitlupe auf uns zukommen, ja, dann können sie auch nichts dran ändern, dass ich die einfach mal verkloppe, bevor sie ihren Move machen können. Oh. Oder ausweichen, ja. Ausweichen ist auch immer eine Option. Na komm her, Nashorn, du. Du bist wahrscheinlich das Schlimmste, was wir hier gerade auf dem Feld haben. Und den noch weg, okay. So, jetzt haben wir wieder... Sind bis jetzt gar nicht so stark, ne? Das geht ja völlig klar. Das geht vollkommen klar gerade. Sauber. Oh, nee. Kontern können wir auch mal, wenn ich dran denke zu kontern. So, noch einer? Na komm. Und ihr denkt, ihr habt eine Chance, jetzt mal im Ernst. Ah. Na komm. Sauber. So. Ich habe übrigens letzten erst davon geredet, dass ich jemand bin, der hin und wieder hinfällt und mich hinpackt, nicht wahr? Mir ist tatsächlich vor kurzem was sehr Peinliches passiert auf dem Weg zur Arbeit. Ich war ein bisschen zu spät dran. Habe ich noch versucht, die U-Bahn zu kriegen. Und oben, bevor ich runtergelaufen bin, habe ich schon gehört, dass die U-Bahn da ist. Fange also an, die Rolltreppe runterzurennen, ne? Und wo ich unten angekommen bin, habe ich gesehen, die U-Bahn steht da und macht halt dieses Geräusch von wegen zurückbleiben bitte. Dörr, dörr. Und beim zweiten dörr bin ich dann doch nochmal losgerannt, weil ungefähr zwischen dem zweiten und dritten fängt die Tür an sich zu schließen. Die Distanz war ungefähr noch 4 Meter oder 5 Meter. Ich renne also los, die Türen schließen sich schon. Ich versuche es trotzdem. Und kurz bevor ich den Durchgang erreiche, rutsche ich aus. Ich rutsche nach vorne, falle mit beiden Knien gegen jeweils eine Tür.
drehe mich irgendwie und ich verstehe nicht wie und lande mit dem Rücken zuerst in der U-Bahn. Ich weiß wirklich nicht, wie das funktioniert hat. Das, so im Nachhinein wirkt das wirklich extrem seltsam. Aber irgendwie habe ich es geschafft und es war mir super peinlich, weil das Ding halt super voll war, ne? Empfehle ich niemanden. Aber gut, wir haben ein bisschen was an Events hier mit Yasha. Warum nicht? Warum denn nicht? Oh, komm her. Pitching! Yeah. Sehr stylisch, oder? Gefällt mir. Was kommt jetzt in den Jutsu? Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Neji aus Naruto. Wenn ich ihm jemanden zuordnen müsste, zuerst habe ich gesagt Sasuke, aber irgendwie Neji passt, finde ich, mehr. Zumindest in dieser Szene. Aber wenn jemand hier Naruto geschaut hat, kann er mir gerne seine Meinung dazu geben. Ja, von der Kampftechnik her gerade wirkte das schon so, oder? Ah, Schildkröte. Na komm her. Was bist denn du? Ach, du bist gar nicht alleine. Man holt doch deine Freunde. Die können auch nichts. Ich habe eben schon genug davon abgeschlachtet. Even after defeating Vlitra, the Goma still appear. Eben, das heißt, alles, was ihr gemacht habt, war völlig sinnlos, ne? There is plenty of time to deal with the Goma. But first, I must do something about this fool. Und was genau hast du vor? Halbzeit? Anscheinend. Okay, also anscheinend hat Yasha schon eine Idee, aber wegrennen scheint da nicht die Lösung zu sein. Wahrscheinlich kann das Ding eh die Goma spawnen, wo er will. Von daher... Na komm. Wer möchte? Weiter geht's. Es ist erneut Prügeltime. Zweimal in Episode ist ja auch nicht unbedingt was Neues hier. Nee. So einfach kriegt ihr mich dann nicht. Stopp. Nicht mit mir. So, kann ich mich gleich um dich kümmern? Komm. Ha, wie gut ich ausweichen kann, ne? Indem ich nicht mal anvisiere. So, die Kleinen bitte noch. Komm. Komm, du hältst doch eh nichts mehr aus. Könntest auch ein bisschen besser treffen, danke. So, und jetzt bist du dran, mein Guter. Nee. Nicht mit mir. Nicht ganz so stylisch, wie es bei Asura war. Und ja, ich komme niemals an den Kopf. Das kennen wir schon. Das kennen wir wirklich schon. Aber auf den Arsch kriegst du. Erinnert mich ein bisschen an Monster Hunter gerade, wenn man zum Beispiel gegen Jin Moran kämpft. Da kann man auch nicht unbedingt immer an den Kopf gehen, nicht wahr? Da macht man lieber Schaden, anstatt ewig zu laufen und dann nur ein bisschen Schaden an der Schwachstelle zu machen, ne? So nach dem Motto. Oh. Spiel doch nicht hier Ping-Pong mit mir. Komm her. Nicht mit mir. Danke, du schützt mich durch die Animation vor den ganzen anderen Angriffen. Finde ich sehr nett von dir. Und dein Kopf. Komm her, Köpfchen. Darf ich nochmal? Nee, anscheinend nicht. Schade, zweimal hintereinander, so wie bei dem anderen Gegner, wo das so ein bisschen buggy schien. Das war nice. Oh, jetzt haut er wieder ab. So, machen wir die Kleinen weg, weil Kleinvieh macht auch Mist, ne? Nicht, dass es mich wirklich stört. Aber es ist einfach Schaden, den wir dann umgehen können. Auch wenn es wahrscheinlich nur Pixel viel wegnimmt, aber hey. Komm her. Komm. Muss immer ein bisschen aufpassen, dass mich diese Feuersoße nicht erwischt. Aber schwer ist was anderes. Komm. Dankeschön. Ja, je größer sie sind, ne? Ich meine, eine Schildkröte ist jetzt nicht unbedingt das flexibelste Tier auf der Welt, ne? Und deswegen, er hat zwar einen fetten Panzer und seine großen Attacken sind jetzt, wenn sie treffen, auch schon fies, ja? Aber abgesehen davon, was hat er denn? Irgendwie nichts, ne? Die Kleinen hier sind sowieso ein Witz, also über die brauchen wir nicht mal reden, diese Manta, sag ich mal. Oh. Komm her. Ja, jeder Schutz vor Animationen ist auch immer gut. Na komm. So, und jetzt wieder annähern an den guten Kopf hier. Oh, nicht mit mir. Ha, cool, ich wollte sowieso gerade Dreieck drücken, da hat das gerade gepasst. So, aber da kommen wir niemals hin, ne? Seht ihr schon, es ist wirklich unmöglich. Zeig mir mal jemanden, der so schnell dahin kommt. Ich glaube, das geht nicht mal für einen Tessa. Wenn ich wüsste, was ich mit Tessa meine. Jemand, der Tool-Assisted Speedruns macht. So, also ich denke mal, dann ist es doch jedem bewusst, oder was ich meine? Kann man halt zum Beispiel Safe States nehmen oder Slow Motion.
oder Algorithmen des Spiels knacken und sowas und halt alles perfekt aufnehmen. Ich glaube, selbst damit geht das nicht. Komm her. Wohoho. Schildkröte von innen. Ja. Anscheinend haben wir erstmal Ruhe. Aber wer weiß, wie lange, ne? Das ist ja immer die Sache hier. As dull and simple-minded as you were, I admit you are strong. Danke. Even August acknowledged your strength. Und du nicht? Also jetzt ja, aber vorher nicht? Is unable to withstand the anger you carry inside you. Na, das haben wir gemerkt. Zwei Verwandlungen gab's ja schon, ne? Gäbe es nur einen stärkeren Körper für mich. Then, there is only one thing left to do. Fusion vielleicht, wie in Dragon Ball? Die Ohrringe vielleicht, wie der Kaio sie hatte? Ich glaube, die wären ganz cool. Yasha und Asura fusioniert. Das hätte was, oder? Ich glaube, dann wären wir stark genug dafür. Man weiß nicht, ob du so ein paar Ohrringe hast. Oder wir gehen zum Zentrum der Ruinen der Karma-Festung. Die heruntergestürzt ist, nicht wahr? Gut, dass die so heil und intakt geblieben ist. Also, so sehr, wie sie intakt geblieben ist. Was haben wir da? Erzähl mal. Sieht aus wie die Spitze von einem U-Boot, aber machen wir's auf. Okay. Ist Asura eigentlich gerade tot? Oder nur bewusstlos? Ah, die ganze Power, die ihr gesammelt habt, ja. Sie existiert also noch? Ah, und das hatte ich ja vorher mal gefragt. Jetzt kriegt ihr die Auflösung. Lust, Greed, Sloth, Vanity, Violence, Melancholy. Und da hat der Alpha alle perfekt benannt. Ich hatte einen verwechselt. Ha! Hut ab! These are the mantra that govern the world. Now that all the mantra has been used, it is powerless alone. But it is more than enough to serve as a vessel for your life. Oh, whoa, 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 vorsichtig! The pride of the seven deities. I give it to you. Take it. Passt das Ding da rein? Okay, Frage beantwortet. Was jetzt? Es reagiert nicht? Es ist kaputt gegangen? Was kommt jetzt? Oh. Sollen wir echt nachhelfen? Ja, schon. Du holst diesen Kern von dir selbst raus und du lebst noch? Müsste er jetzt nicht auch drauf gehen? Do not be mistaken. I am not saving you. Ach, tust du nicht? Danke. Das heißt, du hilfst mir, damit ich den Scheiß mache, aber das wird deutlich schlimmer, als was wir bis jetzt erlebt haben, ja? Oh Mann. Aber interessant, ja? Yasha opfert sich also hier quasi selbst? Macht er das vielleicht, weil er immer noch bereut, was er Mithra angetan hat? Oder zumindest, dass er nichts dagegen unternommen hat? Denn zu zweit hätten sie sich vielleicht wehren können, ja? Eventuell. Seine eigene Schwester, ja? Tja, reicht diese Energie aus? Das sehen wir wohl heute nicht. Ah, ich glaube, ich werde das ganze Spiel heute fertig aufnehmen. Ah. Kürzeste Hauptprojekt wahrscheinlich, was ich hier gemacht habe. Ah, und C? Ah, okay. Ein C. Hatte ich schon mal ein C? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich hatte auch ein D, aber... Wow. Das sah gerade wirklich nicht schön aus.
Bin ich mal ganz ehrlich. Hey, Mithra. Mhm. Okay, ich werde niemals zu dem Leben zurückkehren, das ich eins... Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Also... Dieses Leben, da werden wir nicht nochmal hinkommen. Hast du für deine Tochter das Gemüse gegessen, weil sie es nicht essen wollte? Das waren noch die Rückentage. They are like oil and water, fire and ice. Yet the two rivals' fates never fail to cross. Their long journey together comes to an end. Anscheinend ist Yasha noch stark genug, um sich noch ein letztes Mal mit uns zu messen. Finden wir es raus beim nächsten Mal in Let's Play Asura's Wrath. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dann.